Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roblox Stores. Ja, diesmal spiele ich alleine. Und ja, die letzte Folge ist schon ein bisschen her. Es gab ein paar Updates. Allein die letzten Räume sind jetzt ziemlich anders. Ich glaube, es gibt auch so einen super Hard-Mode oder so. Ich weiß nicht, wie man den spielt. Also, keine Ahnung. Ich habe auch etwas länger nicht gespielt. Ich versuche es zu schaffen. Ich kann es nicht versprechen. Aber ja, ich bin eigentlich nicht so schlecht. Letztes Mal war es ein bisschen unglücklich in der Folge. Woher weiß er, wo ich bin? Nein! Fuck, okay, ich muss dir zugucken. Mann! Aber ja. Eigentlich hat sich es erst gegen Ende verändert. Größtenteils. Also so, ja, ab Raum 90 komplett. Und ja, ich weiß nicht, ob ich es zu Raum 100 überhaupt schaffe, weil, Digga, Raum 90 bis 100 ist der größte Rotz geworden. Aber, ja, ich denke, das sollten wir schaffen bis dahin, sonst mache ich halt noch einen zweiten Run. Denn das möchte ich euch unbedingt zeigen, das werdet ihr dann selber sehen, falls ihr es noch nicht wisst. Kerze, die wird sehr wichtig für Raum 90, also da werde ich die da benutzen. Raum 10 von 100, ein Zehntel geschafft. Es gibt jetzt auch ein paar neue Räume. Ich glaube, der ist neu, ich bin mir aber nicht sicher. Ja, den kennt man. Also ich weiß gar nicht, ob wir den bei der Folge, die ich aufgenommen hatte, könnt ihr euch mal gerne anschauen, hatte den Raum hier. Da habe ich auch mit einem Kollegen gespielt. Also, oh, Rush. Einmal warten und ab in den Schrank. Na, war sogar ein bisschen sehr früh. Später kommt nämlich das Schrankmonster ultra früh. So, vielleicht kommt jetzt auch Screech. Wenn ja, dann sage ich nur Moin Meister. Ey, die Kerze macht halt kaum Licht, aber das ist auch gar nicht die Funktion richtig der Kerze. Die Funktion der Kerze ist, das ist halt ein neues Item, dass die, wenn Rush oder so kommt oder Screech da ist, dann geht die, hat die, glaube ich, so ein blaues Flimmern und geht aus. Und das wird für Raum 90 halt wichtig. Also für Raum 90 bis 100. Denn die Räume werden absolut dreckig. Und ich glaube, durch die werde ich dann vielleicht nicht mehr kommen, aber mal schauen. Und das Finale hat sich dann auch verändert. Das weiß ich. Es gibt auch solche Geheimräume. Also es gibt solche Backrooms, sage ich jetzt mal, von Roblox Stores. Die könnten wir auch noch spielen. Wenn ihr darauf Bock habt, schreibt es in die Kommentare. Da muss man halt erstmal hinkommen. Es gibt jetzt auch einen Shop. Ich weiß gar nicht, ob es dem schon beim hier, dem Mal, wo ich das aufgenommen habe. Also ja, da ist das, ob es den da schon gab. OG-Zeiten, sage ich nur. Gleich haben wir 2 Zehntel geschafft. Oh, und Item. Hier immer bei so einer Kommode, die gibt es halt immer in diesem Raum und auch in manchen anderen Räumen immer, ist immer ein Item. Habe ich es doch gesagt. Feuerzeug, das kann gegen Dunkelheit gut helfen. Und jetzt haben wir 2 Zehntel geschafft und Raum 50 wird auch interessant. So, ob hier jetzt ein Leiter liegt, also ein Feuerzeug. Mann, ich würde doch so gerne Flashlight haben. Die wäre 1000-mal besser sogar noch. Naja, nicht 1000-mal, aber wäre schon besser. Hat einfach bessere Range, kann man nachfüllen. Einfach mit Batterien, die eine viel höhere Chance zu spawnen haben. Ist aber halt auch relativ selten, hat längeren Akku. Man kann einfach durch den ganzen Raum damit gefühlt durchziehen. Hat also einige Vorteile. Ich predict, das wird im letzten Raum sein, der Schlüssel. Actually, es ist nicht im letzten Raum, im vorletzten. Ist ja viel besser. Warte, das Licht hat ganz leicht geflackert. Warte, ich gehe looten. Man hört Rush, ja. Ich glaube nicht, dass Rush kommt, obwohl er eigentlich mal wieder kommen müsste. Weil es jetzt schon etwas hier, ich glaube, über 10 Räume her, als wir ihn das letzte Mal gesehen haben. Ist das Rush? Ja. Aber er kam erst im nächsten Raum. Das war halt nichts mehr. Das ist ein dunkler Raum, dem er kam. Screech kommt irgendwie letzt, also seit dem neuesten Update viel weniger. My Buddy. Was ist los? Oh no. Warte. Raum 6. Wow, Junge, das war ein Jumpscare, weil. Junge, das habe ich nicht predicted, weil es ist jetzt, es gibt manchmal Räume. Hier wäre zum Beispiel Raum 28 geworden. Dann hätte ich die beiden Räume einmal angeguckt. Die Nummern von denen wäre bei den alten die Nummer verschwunden. Und hätte ich die falsche Tür genommen, also die, die nicht danach gekommen wäre, ja, hätte ich erstmal so Hälfte Leben verloren. Eigentlich bin ich immer voll fein mit Screech, aber Bruder, wenn du da gerade was nachgeguckt hast, kein Psst gehört hast und so, dir denkst, ja, jetzt gucke ich halt wieder gerade hier eigentlich geradeaus und auf einmal der da ist, Junge. Schlimmer als Timothy. Aber die Augen sind relativ früh da. Sonst kommen die nie so früh. Manchmal kommt der erst so Raum 35 und 40 dann vielleicht manchmal Sieg oder so. Aber jetzt Sieg kommt, das sieht man, weil hier keine Augen mehr sind. Also außer da manchmal so ein bisschen flackern die Augen. Aber jetzt kommt Siegkampf. Aber das ist geil, das sind einfach ganz viele Räume ganz schnell. Der Bro hat gar keine Chance. Moin Sieg, hast Bock auf einen kleinen Marathonlauf? Ja, da habe ich mir schon gedacht. Der Verlierer gibt dem anderen eine Spezie aus, ne?
Lalala. Junge, ich hab halt so oft schon diese Siegkämpfe gemacht, Junge. Einfach gar keinen Stress. Ach, Digga, ich bin ins Feuer gegangen. Unnötig. Maximal unnötig. Dann Raum 37. Ich hoffe, Rush kommt gleich nicht. Ich verwechsel mal alles. Aber Ambush ist, finde ich, auch noch schlimmer geworden. Ich weiß gar nicht, ob im letzten Video auch Ambush drin war. Das war Raum 39, aber warte. Jetzt gehe ich hier einmal alles angucken. Jetzt soll ich es eigentlich zeigen können. Wieso? So, zack. Okay, jetzt hat sie sich geöffnet. Aber eigentlich sollten... Genau, so sehen eigentlich die Türen aus. Hier war es jetzt ein bisschen dumm. Eigentlich sollte da auch das Schild jetzt abfallen, aber egal. Komm, mach mal hin, Rush. Bin so viel zu früh in den Schrank gegangen. Das ist eigentlich fataler Fehler. Später kommt nämlich das Schrankmonster so früh. Das Geile ist, manchmal gibt es auch das mit den Räumen bei so Schlüsseltüren. Und auf dem Schlüssel steht halt einfach immer die Raumnummer dran. Dann weißt du es halt so oder so einfach schon. Und ich glaube, Figia hat auch eine neue Animation bekommen. Das sollte er jedenfalls gekriegt haben, wenn wir es nicht nach Update 2 aufgenommen haben. Ich habe selber keine Ahnung. Ich musste eigentlich mal nachgucken gehen. Buch 1, Buch 2, Buch 3. Zettel gleich mitnehmen. Immer sneaken, das ist die Strat. Ich muss ran. Holy, das war knapp. Junge, ich muss mich jetzt so konzentrieren. Warten, bis er oben ist und man keine Schritte mehr groß hört. Weil ich musste am Ende rennen, sonst hätte er mich gehabt. Junge, wo sind denn die ganzen Bücher? Ganz ehrlich. Hier ist eins, wenn man vom Teufel spricht. Ja, Junge, okay. Jetzt kommen sie alle, ne? Ja, Digga, auf einmal alle. Wenn man einmal sagt, wo sind denn die Bücher, kommen sie alle. Warte, vielleicht sollte ich mal in der Zeit in die Mitte gehen. Hoffe ich halt, dass er nicht in die Mitte geht. Was tut er? In der Mitte lang gehen? Wir sollten eigentlich schon alle Bücher haben, oder? 39430. 9430. Bada bang, bada bang. Gut, geschafft. Sehr nice. Moin! Hier, das ist Jeff's Shop. So, hier. Das ist Mr. Skeleton. Da passiert dann einfach gar nichts. Außer ich glaube, man hat jetzt Gleitschlüssel. Ja, will ich euch das Kruzifix demonstrieren? Ich glaube, das Kruzifix könnte ganz geil sein gegen Ambush. 58 kommt jetzt. Ich zähle mal mit wegen diesem Monster da mit den zwei Türen. Ah, zwei dunkle Räume hintereinander. Rush oder Ambush. Ich hoffe, es ist nicht Ambush. Da kommt er. Rush aber nur. Das ist sehr angenehm. Und hier braucht man den Skelett. Zwei normale Schlüssel, also eher gesagt Lockpicks und dann den Skelettschlüssel. Und ja, wenn man das hat, dann kommt man zu den A-Räumen. AKA die Backrooms. In Doors. Doors Backrooms. Wenn ihr dazu ein Video sehen wollt, dann schreibt's in die Kommentare. Habe ich mir doch gedacht. Ich habe es einmal kurz flackern sehen, das Licht. Raus. Junge. Wir fahren so schnell wieder raus. Wir haben noch komplett gesehen, wie er an dem Boden gebackt ist. 71, gleich kommt der Sieg. Fight. Und ab Raum 90 wird es absolut schlimm. Und das Finale ist auch ziemlich ätzend geworden. Hat sich nämlich sehr verändert. Ist tausendmal schwerer geworden eigentlich, weil vorher war es ziemlich easy, muss man sagen. Die Strategie ist immer auf eine Seite zu gucken und wenn es da nicht ist, dann direkt die andere Seite zu nehmen. Auch wenn es da nicht ist, ist halt ganz hinten, dann ist scheißegal, dann rennst du einfach weiter. Das ist die sicherste Strat. Und auf Handy laggt Roblox meistens, weswegen diese Stelle auf Handy oder allgemein die Kämpfe auf Handy ultra der Kampf sind. Warte, nochmal extra Tür gucken, 79, gut.
Nee, wir wollten tatsächlich runter. Okay, ich bin dumm. Wann kommt Rush? Es hat doch so hart geflackert. Will mich das Spiel trollen? Oh no. Okay, das Monster. Umdrehen. Immer wenn das kommt, umdrehen. Okay, dann kommt das Monster hinter dir. Einfach die ganze Zeit gehen und immer wenn es kommt, umdrehen. Ist eigentlich ganz einfach, aber für Anfänger ultra schlimm. Weil man gar nicht weiß, was zu tun ist eigentlich. Früher war da nicht mehr dieses Umdrehzeichen, da stand dann immer Turn Around, so ganz mies geschrieben, auch immer richtig weggeflackert. Muss man einfach ganz lang machen, bis man irgendwo beim nächsten Raum ist. So, geschafft. Huch. Ich dachte gerade, das wäre Screech gewesen, die Deckenlampe. Okay, komm halt noch schneller angedüst. Raum 86. Gleich geht es richtig krampf. 91. Hä? Oh yeah, jetzt geht's los. Und ohne Flashlight ist das noch schlimmer. Okay, das ist verbuggt. Das ist definitiv verbuggt. Bei der Raum sollte eigentlich Raum 89 sein. Und dann sollte so ein Raum kommen wie eben. Weil, so, ich kann es jetzt sagen. Es ist die ganze Zeit dunkel, bis Raum 100 halt durch. Ja, Rush kommt ultra früh. Es gibt Fallen auf dem Boden. Ich glaube, gleich kommt was. Fuck, 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 fuck. Irgendwas Böses gerade incoming. Haben die Kerzen hier jetzt genervt, dass sie hier nicht mehr gehen? Fuck, ich muss das halt benutzen. Kurze Fix. Ach, Digga, eine Falle, so ein Scheiß. Ganz ehrlich. Oh, Raum 100. Willkommen zu Raum 100. Man sieht, es hat sich einiges getan. Junge, jetzt öffnet sich erstmal der Explorer. Dora, der Explorer. Junge, was geht denn hier ab? So, danke schön. Ich glaube, ich muss rennen. Und jetzt wird's ehrenlos. Denn der läuft jetzt hier herum und sucht dich. Und du musst die Sicherung finden. Holy shit, ja wow. Okay, well. Digga, den hat man ja so gar nicht gesehen. Okay. Aber ich konnte euch wenigstens nochmal zeigen, wie es aussieht. Danach wäre es dann einfach normal weitergegangen. Wie man es auch schon beim letzten Video gesehen hat. Also wenn ihr wissen wollt, wie das aussieht, schaut euch das letzte Video an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ciao.